Bußgelddrohung der DSGVO ist ja das, was alle erstmal aufgeschreckt hat. Artikel 83 enthält horrende Bußgelddrohungen. Es gibt das große Bußgeld und das kleine Bußgeld. Wobei das kleine, da sprechen wir schon von 2% des letztjährlichen Konzernumsatzes weltweit oder 10 Millionen Euro. Das große Bußgeld sind dann 4% oder 20 Millionen Euro. Und bei allen Bußgeldern, die bisher verhängt worden sind, kann ich Ihnen sagen, der Bußgeldrahmen ist bis jetzt noch nie ausgeschöpft worden. Ja? Also selbst bei sehr hohen Bußgeldern, wenn man die tatsächlich mal auf den Konzernumsatz runterrechnet, dann ist man manchmal noch bei 0,2% oder so und ist trotzdem über die Summen erstaunt. So, wie berechnet man das Bußgeld nun? Dazu hat sich die Datenschutzkonferenz DSK Gedanken gemacht und hat einen Bußgeldmatrix, ein einheitliches System, sich ersonnen und auch veröffentlicht, wonach die Bußgelder berechnet werden. Und jetzt wissen wir auch tatsächlich seitdem, was das Mindestbußgeld ist, also die Untergrenze. Wenn denn eins verhängt wird, ist das die Untergrenze. Und ich will die Spannung noch ein bisschen aufrechterhalten und das noch nicht vorwegnehmen. Aber das Ergebnis ist überraschend. So, das war also das Ziel. Eine einheitliche Berechnungsgrundlage und Festsetzung von Bußgeldern zu haben. Und ganz wichtig, das findet explizit keine Anwendung auf Vereine und natürliche Personen. Ja, das ist schon in der Pause im Gespräch. Die DSGVO hat natürlich schon Anwendung auf Vereine und natürliche Personen. Also jeder, der Daten verarbeitet, hat sich auch nach der DSGVO zu richten. Aber die Bußgeldmatrix findet da keine Anwendung. Ja, das ist nur unternehmensbezogen und nur für innerdeutsche Fälle. Das hat auf der europäischen Ebene keine Bedeutung. Ich esse mal ein Zuckerle, um die Stimme zu pimpen. Und deswegen befinden wir uns da nur im innerdeutschen Bereich. So, und das hat auch keine Bindungswirkung gegenüber Gerichten. Das ist auch noch ganz wichtig. Das heißt, Gerichte können natürlich über Bußgeldentscheidungen der Behörden immer noch befinden. So, das ist besonders interessant, weil wir bewegen uns mit den Bußgeldern im Ordnungswidrigkeitenrecht. Da gilt in Deutschland das OWIG, ja, das Ordnungswidrigkeitengesetz. Dafür zuständig sind im Wesentlichen, mit kleinen Ausnahmen, die Amtsgerichte und die Staatsanwaltschaften. Das ist etwas lustig, weil die sich jetzt auf einmal mit Millionen Bußgeldern beschäftigen müssen, wo das sonst immer eher so ja, Schwarzfahren oder zu schnell fahren im Straßenverkehr Fälle sind. Ja. Das führt aber auch dazu, und das sage ich Ihnen jetzt schon mal, dass Bußgelder gegenüber Unternehmen tatsächlich auf einmal gar nicht mehr so einfach zu verhängen sind, wie das Datenschutzrecht das gern hätte, weil das OWIG da einige Schranken in den Weg legt. Aber dafür dann auch Lösungsmöglichkeiten, wenn es denn dazu kommt. Aber schauen wir uns doch einfach mal an, was die Bußgeldmatrix so sagt. Also es ist eine Bußgeldzumessung in 5 einfachen Schritten. Als erstes wird das Unternehmen klassifiziert. Wie groß ist es denn? Und die Größenklassen A bis D haben dann aber noch jede Menge Unterklassen und da geht es tatsächlich einfach um den Jahresumsatz. Wenn man das Unternehmen nun eingeordnet hat im Jahresumsatz, wird anhand der Größenklasse und der Untergruppe der mittlere Jahresumsatz bestimmt. Das ist quasi so eine Art Tagessatz, der in einem wirtschaftlichen Grundwert festgelegt wird. Und dieser Tagessatz wird dann mit einem von der Schwere der Tatumstände abhängigen Faktor multipliziert. Sind Sie noch alle bei mir? Und dann wird das nochmal angepasst hinterher. Also zum Schluss dann nochmal die Daumenregel angewendet, ob das dann tatsächlich auch so passt, was man da festgelegt hat. So, wie sieht das aus? Es gibt also diese Größenklassen und da haben wir dann entsprechend diese Unternehmen und die Größenklassen teilen sich nochmal auf. Also in den Kleinstunternehmen gibt es nochmal A1 bis A3. In den Unterlagen dazu, den Link hatte ich eben schon da auf der Folie, da können Sie das auch nochmal im Rahmen von der Matrix sich angucken. Da stehen dann auch Beträge dahinter, wo man sich dann da eintakten kann. Ja, aber also A1 ist dann eben ein Mann Handwerksunternehmen und D7 ist globales
Großunternehmen, ja, Facebook. So, da sind wir so ungefähr. Jahresumsatz bis 700.000 Euro, da ist natürlich auch noch jede Menge Luft bis dahin. Und Jahresumsatz über 500 Millionen. Und alle anderen tummeln sich eben dazwischen. So, und hier habe ich Ihnen dann auch schon das geringstmögliche Bußgeld aufgezeigt. Das sind 972 Euro. Ja, also nach dieser Matrix kommt man dazu. So, aus diesem Jahresumsatz wird eben ein mittlerer Jahreswert gebildet und anhand dieses mittleren Jahreswertes dann ein Tagessatz errechnet. Also es wird durch 360 Tage geteilt. Dann hat man diesen wirtschaftlichen Grundwert X und der wird dann multipliziert mit einem Faktor zwischen 1 und 12 oder größer 12. Also für sehr schwere Verstöße kann man sogar noch über 12 hinausgehen bei der Multiplikation. So, und ganz zum Schluss wird dann nochmal die Daumenregel angewendet und geschaut, ist dann das Bußgeld tatsächlich auch angemessen. Das sagt nämlich das Gesetz auch, alle Bußgelder müssen abschreckend sein, klar, kriegen wir hin, aber auch angemessen, nämlich der Verstoßschwere. Wenn es jetzt ein Unternehmen ist, das reuig ist, das einsieht, das dann alles ranlegt, um den Verstoß abzustellen. Beispiel war immer, was sehr gut herhält, das erste in Deutschland verhängte Bußgeld, das war damals in Baden-Württemberg, damals sage ich schon, ist ja alles noch nicht so lange her, das soziale Netzwerk Knuddels. Knuddels hat ein Bußgeld von 20.000 Euro bekommen für einen Datenschutzverstoß. Und das ist nur deswegen so niedrig ausgefallen, weil Knuddels tatsächlich in Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde alles getan hat, um das wieder gerade zu biegen. Und weil sie einen Kollegen Wibitool aus Frankfurt einen verdammt guten Anwalt haben, der ihnen zu einem Schweinedeal verholfen hat. Aber das steht auf dem anderen Blatt. Ja, also auf jeden Fall ist das hier, diese individuellen Faktoren, die berücksichtigt werden. Ja, da wird ein Kriterienkatalog des Artikel 83 Absatz 2 herangezogen, aber auch Umstände, die sich nicht aus dem Gesetz ergeben. Ja, Ziel ist es nämlich nicht, auch ein Unternehmen durch ein zu hohes Bußgeld in die Insolvenz zu führen. Das wäre doof, dann können die es ja auch nicht zahlen. Ja. Sondern ein individuelles Bußgeld machen, was, sage ich mal, jetzt in strafrechtlichen Termen Tat und Schuld angemessen ist. Ja. Da passiert relativ viel auf dem Bußgeldsektor. Wer das interessiert und das mal nachhalten möchte, empfehle ich die Webseite Enforcement Tracker. Da können Sie nämlich die ganze Zeit sich aktuelle Bußgelder aus ganz Europa anzeigen lassen. Für den Screenshot habe ich das mal für Deutschland gefiltert. Und da steht jetzt hier unten eine Entscheidung der Datenschutzbehörde in Rheinland-Pfalz für ein Krankenhaus 105.000 Euro. Aber oben als quasi Überschrift, ja, das ist die Deutsche Wohnen in Berlin, 14,5 Millionen Euro Bußgeld. Und im internationalen Vergleich, wo sind wir da? Da hinken wir tatsächlich noch hin und her, hinterher. Deutschland ist da eher zögerlich. Im Moment tatsächlich, Spitzenreiter ist England, ist ja leider nicht mehr bei uns, aber die haben gegen die Marriott Hotelkette und gegen die British Airways Bußgelder im dreistelligen Millionenbereich verhängt. Frankreich gegen Facebook auch 50 Millionen Euro. Ja, genau, das ging durch die Presse. Das können Sie aber zum Beispiel hier unter dem Enforcement Tracker alles nachhalten, aber der zweite dicke Fall in Deutschland, den habe ich auch noch für Sie mitgebracht, allerdings im etwas anderen Zusammenhang. So, was heißt, sollten Sie jetzt das Problem einer Datenpanne haben oder eines Datenschutzverstoßes, können Sie sich Ihr Bußgeld jetzt selber berechnen. Nein. Ah, 972 Euro, kann ich mit Karte zahlen? Nein, genau, also es ist eigentlich wieder ein total kompliziertes System, was es tatsächlich vielleicht als Neuerung bringt, ist, dass das ein bisschen nachvollziehbar macht. Nachvollziehbar heißt auch, dass man das in einem gerichtlichen Verfahren dann angreifen und überprüfen lassen kann. Und ich sagte ja, das ist Ordnungswidrigkeitenrecht. Das heißt, zuständig sind dann eben entsprechend die Strafrichter an den Amtsgerichten dafür. Honorar als Anwalt ist auch ein Unterricht, dann
Ja, das ist auch viel Geld, ne? Das ist auch beim Landgericht und der OLG, ne? Sind vom Amtsgericht und. Hier sind ja keine Zivilfälle. Ach so. Wir sind ja im Ordnungswidrigkeitenrecht. Okay. Ja. Tatsächlich gibt es da auch eine Bemessungsgrenze, das dann zu einer Erstzuständigkeit des Landgerichts führt. Aber das hat ja mit der Honorarhöhe nichts zu tun. Die bleibt bei 14,5 Millionen Euro gleich, egal in welchem Gericht ich bin. Aber falls Sie so ein Bußgeld kriegen, ne? Ja. So, dann hat sich noch Folgendes ereignet. Ich sagte ja, es gab zusammen mit der DSGVO ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Das hieß früher BDSG, das heißt heute BDSG. Allerdings hieß es ursprünglich Datenschutzanpassung und Umsetzungsgesetz, DESAN-PUC. Und das DESAN-PUC war tatsächlich handwerklich so mies gemacht, ich sage nur Paragraph 4, ja, der europarechtswidrig ist, dass sich der Gesetzgeber genötigt sah, im November letzten Jahres schon ein zweites Datenschutzanpassung und Umsetzungsgesetz zu erlassen, um nachzubessern. Leider in manchen Bereichen wieder keine Regelung. Aber krasse Neuerungen, ja, krass. Kurze Wissensfrage. Ab wie vielen mit der Datenverarbeitung beschäftigten Mitarbeitern braucht ein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten? Ja, 9 sehe ich da hinten. Ja. Ein? Okay, also 10 ist richtig. Aber das zweite DESAN-PUC sagt jetzt, da habe ich 9 stehen, einigen wir uns auf 10, es ist jetzt ab 20. Also, cool. Ja, also hat ordentlich was gebracht. Das ist auch die größte Änderung. Also können Sie sich jetzt überlegen, wenn Sie mehr als 10 Personen haben, die mit der Datenbearbeitung beschäftigt sind und noch keinen Datenschutzbeauftragten haben, aber unter 20 liegen, dann brauchen Sie auch nicht unbedingt einen. Ansonsten hat das tatsächlich, das ist 400 Seiten dick, das Ding, ja, alle möglichen Begriffsbestimmungen und Rechtsgrundlagen in 150 verschiedenen Fachgesetzen geändert. Ja, könnten wir eine mehrstündige Veranstaltung draus machen. Ja, deswegen nehmen Sie bitte einfach mit als wichtige Erkenntnis, dass § 38 Bundesdatenschutzgesetz dahingehend geändert wurde, dass man jetzt weniger mit Daten befasste Mitarbeiter braucht, um einen Datenschutzbeauftragten bestellen zu müssen. Weiterhin ist hier, ich sagte ja, verpasste Chancen. Der Bundesgesetzgeber hat es wieder verpasst, eine Regelung zu Artikel 85 zu treffen, also die Verbindung zwischen Kunst-Urheber-Gesetz, Bildrechten und DSGVO, sodass wir weiterhin darauf angewiesen sind, uns das von der Rechtsprechung richten zu lassen, wie denn das Verhältnis zwischen den beiden Gesetzen ist. Und das hatte ich Ihnen ja schon gezeigt. Da gehen wir mit OLG Köln und sagen, dass das KUG dann eine abschließende Regelung beinhaltet. Und dann, und das ist jetzt wieder eine Gerichtsentscheidung und das ist auch die versprochene Bußgeldentscheidung, die ich noch habe. Das ging jetzt kürzlich durch die Presse. Ist die Datenschutzbehörde ein Bußgeld von 9,5 Millionen Euro gegen einen Telekommunikationsanbieter, den ich jetzt nicht näher benennen möchte, verhängt hat. Was? So, und zwar ging es da um Folgendes. Das steht unter der Überschrift Artikel 32 DSGVO. Und Artikel 32 DSGVO sagt Ihnen, dass Sie Tom brauchen. Ja, Tom sollte bei Ihnen im Unternehmen auch zu Gast sein. Das sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und bitte nicht Toms, ja? Das ist ja nicht die Maßnahmen, ja, deswegen Tom. So, was war da Sache? Und zwar war es so, dass man bei 1&1 anrufen konnte und sich identifiziert hat dadurch, dass man seinen Namen und sein Geburtsdatum genannt hat am Telefon. So, wann sind Sie geboren? Das war natürlich ein einfaches, wenn ich ein Geburtsdatum habe, da anzurufen, mich als jemand anders auszugeben. Und dann alle möglichen Daten über den Telekommunikationsvertrag abzugreifen. Vielleicht sogar zu ändern, aber so weit müssen wir gar nicht gehen. Das Abgreifen reicht ja schon. So. Und da hat die Datenschutzbehörde, Bund, ja, gesagt, das ist zu einfach zu knacken. Das ist nicht datenschutzkonform. Ja. Und deswegen
9,55 Millionen Bußgeld, weil die sagen, das ist ein Verstoß gegen die technischen und organisatorischen Maßnahmen. Und neben der Bußgeldhöhe, die natürlich knackig ist, ist das eigentlich die eigentliche Sensation, dass es eine Bußgeldentscheidung gibt, die sich auf einen Verstoß gegen Artikel 32 DSGVO stößt. Weil in Artikel 32 DSGVO, das sehen wir gleich, da steckt jede Menge Compliance-Fragen drin. Ja? So, das wurde auch schon nach diesen neuen Bußgeldberechnungsmaßstäben berechnet, ja, und wurde allgemein als sehr mild erachtet, noch am Anfang vom Jahresumsatz von 1&1, aber die sind dagegen vorgegangen, also gehen noch dagegen vor. Dieses Bußgeld hat also noch keinen rechtskräftigen Bestand. Und auch da werden wir natürlich dann sehr viel erfahren, wie, welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen Bußgeld zu wehren, genauso wie dem Deutsche Wohnenfall. So, was sind nun die TOMs? Ja, oder was sagt Artikel 32 dazu? Und zwar sagt Artikel 32, und hier ist dann wieder die oft gepriesene Schwammigkeit der DSGVO zu sagen, unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der Implementierungskosten sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheit natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete TOM, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Das zielt natürlich auf jetzt noch ein Auftragsverarbeitungsverhältnis ab, aber wir ziehen daraus, dass man natürlich auch für sein eigenes Unternehmen immer einen TOM braucht, und das ist eigentlich immer Teil des Verarbeitungsverzeichnisses, dass man eine Übersicht über die technischen und organisatorischen Maßnahmen hat. Und die betrifft eigentlich immer 9 verschiedene Kriterien, ja, nämlich Zutrittskontrolle. Datenschutz fängt da an, wer welchen Zutritt zu welchem Gebäude hat. Ja, da fängt Datenschutz an. Wer hat welchen Schlüssel oder welchen Transponder oder welchen Zugangscode? Da fängt das an. Besonders interessant, wenn man jetzt vielleicht noch irgendwelche biometrischen Zugangsmechanismen verwendet. Ja, da hat man dann gleich noch ganz andere Datenschutzfragen. Genau. Danach Zugangskontrolle. Ja, Zugang zur Datenverarbeitung. Wenn man jetzt schon mal bis ins Gebäude geschafft hat, dann ist die nächste Frage, hat man denn Zugang zu datenverarbeitenden Anlagen? Wer hat Zugang? Wie hat man Zugang? Der nächste Schritt ist dann die Zugriffskontrolle. Ja, hat man denn an den datenverarbeitenden Anlagen dann auch, wenn man dort ist, hier am Laptop, gleich Zugriff auf alle personenbezogenen Daten? Oder ist das nochmal in irgendeiner Form geschützt? Gibt es ein Berechtigungsmanagement, das verschiedene abgestufte Zugriffe hat? Und innerhalb des Datenbestandes, wenn wir jetzt schon drin sind, Sie merken, man merkt sich von groß nach klein, sind Fragen zu stellen, wie sieht es mit der Weitergabekontrolle aus? Dass ich mir Daten angucken kann, vielleicht intern bearbeiten, schön und gut. Aber was habe ich denn eventuell für Möglichkeiten, Daten nach außen zu geben? Und gerade so ein Fall. Ja, ein Autohaus, da wurde ein Mitarbeiter erwischt, wie er sich gerade die komplette Kundendatei per E-Mail nach Hause schicken wollte. Das hat nur deswegen nicht geklappt, weil er nicht so große Dateien verschicken konnte. Ja? Da könnte man sagen, ja, das ist eine technische Sicherheitsmaßnahme, das war reines Glück. Ja? Die Frage ist, warum war der Mitarbeiter überhaupt in der Lage, die Dateien, obwohl er auch damit arbeiten durfte, verschicken zu können? Ja? Weitergabekontrolle. Auch Eingabekontrolle, wichtiger als man denkt, weil nicht jeder auch neue Daten anlegen oder verarbeiten oder verändern können soll. Ja, deswegen muss auch entsprechend im Rahmen der TOM festgelegt werden, was überhaupt oder durch wen, in welchen Berechtigung was eingegeben werden kann. Auftragskontrolle, das ist tatsächlich jetzt nochmal ein Sonderfall, der nicht so ganz in die Kadenz passt. Da geht es um Auftragsverarbeitungsfragen und wer für Auftragsverarbeitungsregime verantwortlich ist und was in diesem Rahmen passiert. Aber Verfügbarkeitskontrolle, das ist wieder ganz, ganz wichtig. Nämlich die Frage ist, welche Daten, in welcher Intensität, für welche Personen oder für welche Rollen verfügbar sind. Ja? Und letztlich Trennungskontrolle, dass Datenbestände auch getrennt sind. Zum Beispiel muss die Finanzbuchhaltung und
die Marketingabteilung Zugriff auf die gleichen Datenbestände haben? Mit Sicherheit nicht. Ja? Und solche Geschichten. Das sind also 9 Aspekte, die im Rahmen von TOM eben entsprechend geklärt sein sollten. Ja, und das kann dann entsprechend stichwortartig auch darunter aufgezählt sein. Das habe ich jetzt nicht im Einzelnen mitgebracht. Aber das ist ganz, ganz wichtig, weil das sind alles Fragen, die auch IT-Security betreffen, dementsprechend Unternehmen auch Compliance-Fragen sind und die auch etwas mit Geheimniswahrung zu tun haben. So, und das habe ich brillant übergeleitet, um Ihnen jetzt noch was zum Geschäftsgeheimnisgesetz zu erzählen.